Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Arena Grad im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. So, ich habe natürlich in der letzten Folge hier nochmal wunderschön fertig gewendet. Philipp ist natürlich immer fleißig am Schwaden. Und ich werde jetzt hier erstmal zu unserem Hof zurücktuckern und mit dem Ladewagen hinter schnallen und einfach gleich mal ein bisschen anfangen, die Bahn aufzusammeln. Da steht Linden Unitrack neben, ne? Könnte ich machen, ja. Da sehen wir den auch mal ein bisschen in Action. Jetzt muss ich die erstmal der ist jetzt auch schon lang gestanden. Ja. Die Linden werden bei uns irgendwie nicht mehr so genommen, seitdem wir den Stall und den MP-Truck haben, ne? Ja, für jetzt, aber man muss einfach sagen, so ein 150 PS Traktor ist jetzt fürs Wenden und Schwaden einfach zu groß. Meines Erachtens. Stimmt auch wieder, aber 136 PS, okay. Für den Ladewagen ist okay. Ja, das ist schon. So. Na, du bist mir gleich mal wieder runter. So, rum um die Kurve. Da passt so gut aus. So, machen wir ein bisschen hier Radio an. Oh Gott. Eieiei. Oh ja, ich könnte auch eine machen. So, runterschauen. Jo, komm. Oder sonst abstirbt. So. Ja. Dann. Oder sieht er, okay, kurz leuchte ich mit dem Kerl drüber, dass er wieder ein bisschen sauber ist, der ganze gespannt. Handbremse rein, dass er nicht wegrollt. So. Glänzt er wieder wunderbar. Zum Wender natürlich auch sauber machen. Reparieren, glaube ich, braucht er noch nicht. Oder wobei. Ich guck's einfach mal nach, wir haben jetzt doch schon viele, schon oftmals mit dem Guten gewendet. Bevor er irgendwelche Schäden hat, reparieren wir sie gleich. So, gucken wir mal nach hier. Oh ja, der hat eigentlich. Ich repariere noch mal, aber der hat eigentlich noch nicht viel. Der macht natürlich auch keine schwere Arbeit, hier ein bisschen, wenn da ist höchstens mal ein bisschen Zinken, vielleicht verbogen mit einem Steinrand führt oder was. So. Fahren wir mal rückwärts. Ich kann mir etwas sagen, Flo. Ich kann mir etwas sagen. Wegen was? Wegen dem Wender? Im Stein? Ja. Nein. Da war nichts, nee. Ja. Wieso kann ich dir nicht glauben? Du kannst mir glauben, Doppel. Er hat vielleicht nur minimal gestreift. Ganz minimal. Dann packt man ihn hier wieder in seine Garage rein. Ah, da sind noch zwei dicke Strahler dran. Okay. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. So. Mode aus. Post. Ja, steht. Dann schnappen wir jetzt den Unitra. Ah, da drüben steht er. Unitra. Ah, nein, noch einen falschen Aufbau. Drauf wasch, könnte man noch mal wieder den Kollegen. Asch. Ist ein bisschen dreckig. Aschen ist über. Hier ist das kleine. Über. Überbewertet. Wen habe ich die Patina schützt vor Patina. Also, so kann man natürlich auch sehen, ne?
Oh nee, wer hat denn jetzt die Schaufel dahin steht? Ich nicht. Du hattest die Schaufel. Scheiße. Das Ding ist halt auch nicht wunderbar. Geht der an den. Doch, die geht an den Dings der Hau ran, ne? An den Hoftrag. Doch. Ja, ja. Dafür ist er ja da. Also guter Elektro. Und da düsen wir mal längs, die Tür kann man natürlich auch zumachen. Lass mal nach einem Fuchs F850 schauen. Ich habe schon geguckt, so weit immer Hoftrag, es gibt's nicht viele in der Größe. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, der einzig gute. Und der auch öffentlich. Kleine ist. Aufräumen. Ja, und öffentlich. Die anderen sind, soweit ich weiß, nicht öffentlich. Denn da gibt's manche konvertierte. Aber die sind nicht öffentlich. Soweit ich weiß. Außer ich habe einen schönen Modvorschlag. Also wir wollen natürlich schon in dem kleinen, bisschen kleiner hier bleiben, so wie jetzt der hier ist. Viel größer hat man eigentlich nicht vor. So. Passt höchstens kleiner. Naja, kleiner? Er muss das Wasserfass noch ziehen, das ist wichtig. Oh nein, das war eine Aktion, du. Oh Gott, ey. Zwei, ich hab nichts gemacht, ne? Ich hab da nichts gemacht, ich bin ganz normal gefahren. Dreimal zurückgesetzt und wieder aufgesoffen. Oh Mann, du. So. Jetzt ableuchten. Eieiei, der klebt aber ganz schön dran hier. Da eine Lohnzahlung? Was nicht? Wieso haben wir gerade eine Lohnzahlung gezahlt? Goal. Also ich kann es nicht gewesen sein, ich kann keinen Helfer anstellen. So. Dann düsen wir mal los. Okay, ist das Ding in Sand? Oder? Ja, doch. Stopp. Da muss ich gut was umstellen, Leute. Das kann man. Unser Hund, ne? Also eigentlich. Aus. Jetzt immer noch? Why ist es so? Ich lasse es einfach mal. Aber gut. Und diesen wir dann mal los hier. Oh Gott. Eieiei. Da läuft der 52, ist ja ganz vergessen. Da muss ich ein bisschen aufpassen, du. Dann ziehen wir mal hier hoch. Das wird dann auf jeden Fall noch richtig spannend, weil ich bin bis dato den noch nicht so oft gefahren, auf jeden Fall mit dem Ladewagen aufbau hinten hier und der hat die Pickup nach hinten, ganz hinten. Das ist eigentlich ganz normal, du musst bloß ein bisschen mehr verzögert fahren. Okay. Ah, die geht ja erst oben noch, ne? Ja, stimmt. Muss ich mir schon noch dran gewöhnen. Ah, hier müssen wir rein. Und zwar mal da Richtung Bergstation nach oben, wo wir leider nicht hin können. Mhm. So. So, passt wohl. Ah. Hier geht's ja schon an. So. Müssen wir noch ein bisschen zurückschieben. So müsste passen. Dann schauen wir das mal an, lass uns nun da. Es geht weit rein. Ich fahre jetzt nochmal die Spur noch. Im Spiel sehe ich. Ja, der wird aber ganz schön schnell. Sehe ich ja. Ja, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass wenn man das Gaspedal ganz durchdrückt, dass der dann ganz beschleunigt. Ist doch ganz normal, also Ja, nee, ich bin vorher immer nur mit Gangschaltung gefahren.
Und der hat ja keine drin? Nee. Normalerweise habe ich den Direct Drive rein dran. Ja, Direct Drive ist doch Dingens. Wenn man aufs Gaspedal drückt, dass er bis zur maximalen Geschwindigkeit beschleunigt, oder nicht? Ja, aber der schaltet dann da, der braucht doch ein bisschen, also, was heißt manchmal? Der braucht dann auch immer ein bisschen. Kann sein. Also ein Getriebe hat er drin, das weiß ich. Echt? Ja, also er hat schon Direct Drive drin. So, ja, okay. Das merkt man. Das kannst du dann auch auf manuell schalten, wenn du willst. So. Wollen wir dann noch ein bisschen angucken, genauer. So. Also bis da war der kurze Rückblick. Bis da haben wir alles mitgenommen. Dann mal ein bisschen weiter rüber. Solche Ebenen, da kann man ein bisschen schneller düsen. Da merkt man schon, wir haben das nicht gedüngt, da geht schon wesentlich weniger runter. So, wir sind voll. Das heißt, wir düsen wieder hoch. So, wir müssen schon, damit wir da hochkommen. Federung. Ja. So. Schon voll. Ja. Machen wir Rundumleuchten an. Da gehen nur 12.000 Liter rein. Ja, stimmt auch wieder. Meinst du, Steyr packt es? Also den anderen da, der war den größten. Ja, ich habe mit ihm schon mal gezogen. Doch, er packt glaube ich, schon. Ich weiß nicht. Bergauf wird schwierig. Bergauf, ja, aber ich glaube, er schafft sogar. Mir ist egal, also ich glaube, du kannst natürlich auch einen Lindtrag nehmen. In die Kurve waren ist glaube ich nicht so gut und wenn ein bisschen runterbremsen. Auch. Das ist nicht gut, nein. Ja, wenn wir hinten dann komplett voll sind und den Schwerpunkt ein bisschen höher haben. Naja, häufig wäre es nicht wirklich viel. Ja, das Dose, schon. Aber trotzdem. Ein bisschen war das doch, ne? Ja. Ja, ich glaube so 38, 40 km in der Kurve, das geht. So. Aber ich, nee, ich habe keine Anzeige hier drin, ob ich blinke. Aber auch nicht so schlimm, ich höre sie, ja. Beim Lindner Unitrag siehst du das glaube ich auch. Ich bin auf dem Bildschirm? Hm. So, fahren wir hier rein. Zum Uploaden, ne? Ich würde. Ah. Egal. So, wir sind leer. So passt. Muss aufpassen, gell, der schießt manchmal ein bisschen hoch. Wo? Beim Silo oder auf der Geschwindigkeit? Beim Silo. Ja, ich weiß, ich hab schon abgeladen, ich hab schon abbremst auf 7 km/h. Ich weiß den Flug noch auswendig. So. Einmal seine Kurvenlage ist ja super. Da ist er schön drin, ja.
Wow, pass nicht vorne geht irgendwo die Bahn wieder los. Ja, ich glaube da vorne in der Kurve, ne? Bremst schon mal ab. Ja, genau da. Hab ich doch noch gewusst. Da anschalten. Und langsam rein in die Bahn. Wir sind in die Schwad. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal den oberen Teil hier alles mit. Und dann wage ich mich ans untere. Hier gut bremsen, weil er baut er gerne mal schnell. Du kannst schon rollen lassen, da geht er einfach, das geht einfach gerade weiter dann. Da, ab da habe ich dann mit GPS gearbeitet. Ja, aber ich möchte zuerst den oberen Teil machen und dann die Bahnen. Ah, okay, dann. Dann kann man bewegen. Normalerweise müsste es schaffen. Ja, passt, schafft er. Du musst vielleicht mal die Diffsperre vorne rein tun, aber sonst. Ja, ich habe die Anzeige ja nicht. Nicht? Und, nee, warte mal. Mach's mal an, weil. Das. Ah. Ja, genau, das stimmt, das ging ja, aber den ging's nicht. Allrad hat er anscheinend dauerhaft an und die hinten. Allrad und hinten, ja. Weil sieht man, das ist grau und wir können sie ja auch nicht ausfüllen. Ah, unsere Wiesen hier sind auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Oh. Ja. Uiuiui. Das sieht aber ganz schön okay gerade. So, jetzt halt. Kann die Sache weitergehen? So, hinten hoch. Ein bisschen was liegt hier noch. So, wo geht's denn weiter? Jo. Und jetzt geht's da zwischen den Bäumen durch. Paar Bändchen habe ich noch so 4, 5. Ja, okay. Ah, ja, schon ein gutes Stück geschafft. Ging doch relativ schnell. Sag ich doch. So. Bin halt auch am Arbeiten. Ja, das stimmt auch wieder. Und nicht am Spielen. Was? Was sollen wir da jetzt hier halten? Ja, ich hab nicht dich gemeint. Okay. So. Vielleicht aber auch Sebi was. Grüße gehen raus. Oh, okay. Hab ich den Umlauf in der Hand? Ja. Oh, weißt du auch, was ich richtig Bock hätte dann? Wenn wir hier so mit Seasons mit draufnehmen und dann jetzt in der Winterzeit dann hier Schnee räumen. Mit die Unitrag und so. Du, kannst gern machen. Hm. Aber wenn ich dann auf meinen Kontostand schaue, der Streusalz können wir uns nicht leisten. Ja, das würde uns ja von der Gemeinde bzw. von der Ortschaft gestellt. Ja, natürlich. Aber die Straßen sind für schon alle Grund, gell? Ich weiß. Aber die Nebenstraßen vielleicht nicht. Doch, Feldweg. Das wirklich. Das sind jede Straßen geräumt. Echt jetzt? Bis auf Feldweg, ja, aber. Das ist voll die Scheiße. Bis auf unser Hof. Ja, das stimmt, unser Hof ist dann frei. Zum Räumen. So. Wir müssten uns halt auch mal einen Weihnachtsbaum platzieren, ne? Haben wir den mit drauf? Nee, haben wir nicht. Lass einfach eine Palme dafür nehmen. Oh nee. Der Weihnachtsbaum mit der Schweiz, eine Palme. Ich weiß nicht wieso, ich manchmal das Symbol zum Ablander so was nicht kriege, aber gut.
Also ich habe keinen gefunden. Was? Weihnachtsbaum. Nee, haben wir auch nicht mehr drauf. Das wusste ich schon. Schade. Das muss ich für den nächsten Mal mit drauf nehmen, ne? 6 Spanien, glaube ich, habe ich noch so ungefähr. Okay. 6, 7. So. Mammut wieder auf Richtung Weg zur Wiese. Ja, 19:13 haben wir schon. Die Dämmerung setzt leicht ein. So, nur leichter war man merkt sie. Zum Sammeln willst du deinen Unitag wieder haben oder nimmst du den Ladewagen? Mir ist egal. Mir tatsächlich auch. Wenn du den Unitag abgeben willst? Oder? Wenn du keinen Bock mehr auf meinen guten Unitag hast, dann. Ey, das ist nicht lustig. Und Leute, machen wir wieder auf, weil wir sind jetzt hier auf unserer Wiese, da brauchen wir sie nicht, oder? So, warte, bremsen. Da ringen die Schwatt. So, dann können wir mal hier den Wenderad für einen guten Ding testen. Oh, das hat er. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ist andere Ding an? Ah, ist an. Ich ist Pan. So. Da steht Zug. Hab ich jetzt gerade tot oder nicht? Ne, hab ich drunten. So. Bei Benchen noch. Ja, ich seh's. Dann kannst du mir helfen beim Sammeln. Aber ich bin vielleicht kurz an mein Mikro gekommen. Hat man glaube ich nicht so doll gehört. So. Oh, Buschi. Also Baum. Oh oh. Unitrag. Kack nicht ab. Frontifriedigt. Frontifriedigt. So. Kleine Fitzele hier noch mitnehmen. Der Flo mag's gern von vorne. Das. Was? Oder warte, nein, der Flo mag's gern von vorne. Ja. Die Erdbefresse, jetzt wird's 6 Stufen. Leck mir ja am Arsch. Oh Mann. So. Guck mir. Und ah. Ey, wenn man fein ganz nach unten schaut, ne? Da dreht sich einfach die Kamera um. Ich weiß, das ist so ein kleiner Bug von ihm. Von wem? Vom Steier. Ach, das ist bloß beim Steier? Ja, ja. Das ist mega geil. Ey, du kannst den Kopf ganz schnell drehen, ja. Da vorne. Oh, da geht's wieder rein. Aber ich glaub sogar, dass das gewollt ist. Ich weiß es nicht. Kann sein, muss aber nicht. So. Geht's denn hier? Da ist noch eine. Am Rüschen der Hammer. Das sind so noch so ein paar kleine Fleckchen, die aber auch nicht so richtig zusammengeschwarrt sind, die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Weil das ist schon nicht alt, kommt schon nicht allzu viel runter.
Was war los? Der Hase. Wo ist mein Hose? Aber ist der fertig? Oh. Ich höre nur so. Dann rollt er wieder rückwärts runter. Brauchst du Hilfe? Der Glock gestorben. Ah, da hinten haben wir noch was. Scheiße, ab hier, ey. Hast du einfach Alter. Ah, oh, gut. Allrad ist an. Ist alles an? Ja. Soll ich schieben kommen? Nee. Okay. Ich musste bloß runterschalten. Ich hätte gedacht, mit 40 km/h gegen fahren und dann klassische Stufen regeln, aber dem war wohl nicht so. Hatte ich auch schon vor mit Düngersteuer, hat auch nicht so funktioniert. Da bin ich wieder rückwärts runtergerollt, obwohl ich komplett auf der Bremse stand, aber gut. Ja, ich auch gerade. Vor allem, wenn man schaltet, rollt man ultra weit zurück und dann schiebt der wieder, ne? Mhm. Oh, voll. Haben wir gleich ein GP? Eieiei. Du schaffst nichts. Oh, und da sind wir oben. Aber der Ladewagen ist voll und wir sind auch mit der heutigen Folge schon wieder fertig, liebe Leute. Wir haben alles geschafft, was wir eigentlich so vorhatten. Und ja, jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Träumchen mehr, ein Träumchen kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf, Kraftwerk. Oh, ich hab dir die Vorfahrt genommen. Oh. Was ist jetzt los? Ein Däumchen mehr, ein Träumchen kostet auch keinen Sinn. Unten den roten Knopf, grau färben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der wunderschönen Island gerade. Weil das ist ein Alpin-DLC. Und dann bis dahin, macht's gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao. I'm still on my way closer to where I belong.